eigentlich gehört zu jedem eritreischen Fest, wie hier am Osterfest, eine Kaffeezeremonie dazu. Bloß die Männer sagen, sie können zwar kochen, putzen und alles, aber Kaffee rösten und zubereiten, das können sie nicht, da brauchen sie die Frauen dazu. Und die Frauen machen das mit so einer Hingabe, mit einer Ruhe und mit einer Liebe, dass ungefähr so ein Wohlgefühl entsteht wie daheim bei der Oma in der Küche, wenn die was Feines kocht. So muss man sich das oder kann man sich das vorstellen. Und ein Duft macht sich breit. Wenn die Kaffeebohnen richtig schwarz werden, dann geht die eritreische Frau zu jedem Gast hin und jeder kann sich von dem Duft ein bisschen zufächeln und sich schon auf den köstlichen Kaffeegeschmack dann nachher freuen. Also wer es noch nicht erlebt hat, kann sich gerne an mich wenden und beim nächsten Fest mit dabei sein. Wer weiß, wer weiß.